Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen über Eigengefährdung gesprochen und jetzt will ich natürlich noch was zu Fremdgefährdung wissen, weil das ist mitunter ja auch schwierig. Und da nehme ich dich wieder mit auf den Einsatz. Also diesmal ist der Einsatz so ein bisschen seltsam. Man wird hingerufen und da steht schon psych auf dem Melder drauf. Immer schwierig. Und dann kommt man dahin und man trifft als allererstes mal nur eine Frau an, die wirkt ganz normal. Die sagt aber, sie macht sich große Sorgen, ihr Mann wäre psychiatrisch erkrankt. Er würde verschiedene Medikamente nehmen, welche genau wüsste sie nicht so sehr, aber der hätte sie vorhin ganz laut angeschrien. Dabei hätte sie eigentlich nur eine Kleinigkeit gemacht, wäre zu laut gewesen im Staubsauger und er wollte Fernsehen gucken. Und er hat sie angeschrien, hat gesagt, er sticht sie jetzt ab. Und dann ist er sofort rausgerannt, hat uns gerufen. Und seit sagte aber schon, ja, ist aber alles nicht so schlimm, weil er hat sich gerade eben ja schon wieder entschuldigt. Und jetzt hören wir so ein bisschen so ein Rumpeln in der Wohnung und also Rettungsdienst-Tipp vorweg, ja, Rumpeln in der Wohnung, so eine Geschichte, da würde ich die Polizei mitholen, da geht man nicht alleine rein und guckt mal, was so ist, ne? Sonst das ist das oft gefährlich. Aber um den Fall mal so ein bisschen voranzubringen, Polizei ist dann da, der sitzt wieder auf dem Sofa und sagt, nee, ist doch alles gut. Man streitet sich halt ab und zu. Ein Ehestreit, jetzt lassen Sie mich mal in Ruhe. Ne? Es ist Weihnachtszeit, ich will bei meiner Frau sein. Bitte gehen Sie wieder. Ja, also hier gilt auch wieder, dass die Taten genauso wie die Situationen berücksichtigt werden müssen. Und das, was bislang schon passiert ist, ist, der war schon aufgeregt und hat gesagt, ich steche dich gleich nieder. Und das muss in die Gefährdungsbeurteilung auf jeden Fall eingehen, selbst wenn der jetzt im direkten Gespräch sagt, alles kein Problem, war nur ein kleiner Ehestreit, es ist kein Problem. Und dann ist die Situation ja so ein bisschen ambivalent. Es gibt zwar Situationen, wo gesunde Menschen im Streit sagen, oh, wenn du sowas nochmal tust, bringe ich dich um. Und es besteht keine Gefahr, dass wirklich jemand umgebracht wird, weil der normale Bürger hat ja eine hohe Tötungshemmung, ja, aber im Streit sagt er schon mal dumme Sachen. Das kann es ja schon mal geben, vor allem wenn man ein Glas Bier schon getrunken hat, kann es sowas geben und es besteht keine Gefahr. Aber hier haben wir noch den Hinweis, dass der Patient mehrere psychiatrische Medikamente nimmt. Und da muss man natürlich schon gucken, was hat er denn für eine Krankheit? Oft kann man das ja an den Medikamenten ablesen, welche Krankheit das mit hoher Wahrscheinlichkeit ist. Und wenn das Neuroleptika sind, dann hat er möglicherweise eben eine Schizophrenie oder eine wahnhafte Störung. Und im Rahmen einer solchen Erkrankung würde man einen Erregungszustand mit ich steche dich gleich ab natürlich ganz anders einschätzen. Nämlich würde erstmal davon ausgehen, dass er akut psychotisch ist und dass deswegen die Sicherheit, dass hier keine Gefährdung besteht, überhaupt nicht mehr da ist und dass man das erst einschätzen kann, wenn man diesen Patienten über eine längere Zeit beobachtet hat. Das heißt, das, was eigentlich noch so klingt, wie man es in irgendeinem Jugendlager mit Gesunden schon mal gehört hat und trotzdem jetzt nicht das Gefühl hat, da passiert gleich ein Mord, ist, wenn das im Rahmen einer Schizophrenie oder einer wahnhaften Störung auftritt, sicher ein schwerer Gefähr, also ein Indikator für eine hohe Gefährdung und einer, der dafür sorgen muss, dass man auch diesen Patienten mit oder gegen seinen Willen in eine psychiatrische Klinik bringt, erstmal klärt, was ist das für eine Krankheit, hat er diese Medikamente in der letzten Zeit überhaupt auch genommen, ist er jetzt eben akut psychotisch, besteht jetzt eine akute Gefahr, das kann sehr gut sein, da muss man es eben erstmal wieder medikamentös behandeln, bevor sich die Situation beruhigen wird und dann kann man irgendwann auch wieder Entwarnung geben, aber diese Situation, die ambivalent scheint, die ist es schon dann nicht mehr, wenn da solche Neuroleptika beispielsweise in der Medikationsliste sind. Und den ersten Punkt will ich nochmal unterstreichen. Du hast gesagt, wenn es Hinweise darauf gibt, dass hier eine relevante Fremdgefährdung auch noch unter Einsatz von Waffen, möglicherweise einem Messer besteht, dann geht man da eben nicht alleine reingucken. Das kann man nicht oft genug sagen. Auch nicht, um sich schon mal ein erstes Bild zu machen, sondern dann ist sehr wichtig, dass man in einer starken zahlenmäßigen Überlegenheit da reingeht und wenn ein Messer im Spiel ist, immer auch mit der Polizei. Weil das die einzige Situation ist, in der man sicher die Kontrolle oder fast sicher die Kontrolle behält. Die kann man sonst, ja, fast sicher, die kann man sonst verlieren und das ist dann gefährlich. Okay. Und ja, ich sag mal, wie oft sind solche Fälle in der psychiatrischen Praxis? Also hat man das ganz, ganz häufig, Suizidalität, Abklärung, Fremdgefährdung? Oder würdest du sagen, also hauptsächlich haben wir depressive Leute und oder ich weiß nicht, was so das Tagesgeschäft bei euch ist, aber ist das ein großes Thema in der Psychiatrie oder ist das eher so der Grenzfall, Ja, den das ist man. schon häufig.
Ja, schon häufig. Also klar, von den geplanten Aufnahmen ist es jetzt nicht häufig, aber in den Einsätzen, die im Nachtdienst so geschehen, da kommen pro Monat kommen bestimmt 5 Patienten oder 10 zur Abklärung von Suizidalität und pro Monat vielleicht 5, wo so eine Fremdaggressivität unter Einsatz auch von gefährlicheren Gegenständen ist. Und das ist natürlich so, wir haben ja schon auch diesen Filter, wenn der Trupp Polizei und Notarzt zum Ergebnis kommt, der Patient soll zu uns gefahren werden, dann sind es natürlich oft Patienten, die eine vorbekannte Psychose oder Schizophrenie haben und wo die Gefahr jetzt auch bestanden hat. Und für uns sind das relativ dankbare Fälle. Die sind zwar sehr dramatisch draußen auf der Straße oder in den Wohnungen, wenn da jetzt noch keine kontrollierte Situation ist, aber wenn die dann zu uns kommen und es sich bestätigt, dass das jetzt eine psychotische Erkrankung ist und aus der die Gefahr entsteht, dann können wir die Sicherheit herstellen. Unter Umständen müssen wir durch Fixierung, Isolierung oder eine stark sedierende Medikation am Anfang relativ viel Kontrolle, also sicher heranschaffen, aber wir können das. Und wenn es eine Psychose ist, dann kriegen wir das ja auch durch die Medikation auch wieder schnell unter Kontrolle. Also dann hören die Gefahren oft nach Stunden oder Tagen auch wieder auf. Das heißt, das ist zwar dramatisch und ist es für uns am Anfang natürlich auch, aber wir wissen, dass wir dem auch was entgegensetzen können und dass wir das dann mit der Zeit auch wieder unter Kontrolle kriegen. Aber selten ist das nicht, ne? Also ich überlege, ob wir es heute Nacht hatten. Was hat der Nachtdienstarzt berichtet? Nee, heute hatten wir es mal nicht, aber also wir haben schon häufig, ne? Ja, es ist also tatsächlich muss ich sagen, finde ich auch das einen interessanten Punkt, weil man nämlich häufig als Außenstehender außerhalb der Psychiatrie gar nicht so das Gefühl hat, dass man den Patienten gut helfen kann. Wenn du jetzt sagst, naja, also tatsächlich ist das aber so, man gibt denen ein paar Tage lang wieder adäquate Medikation und dann kriegen die sich unter Kontrolle, können auch vielleicht wieder in ein angenehmes und selbstbestimmtes Leben zurückkehren, dann ist das ja auch total wichtig, weil es geht ja eben nicht darum, dass wir als Rettungsdienstler die Polizei sind und dann irgendwie die Leute abführen. Das hat man nämlich manchmal ein Gefühl, wenn ich jetzt eine Zwangsanweisung durchsetze, dann komme ich mir vor wie der Polizist und denke mir, oh, naja, der Patient wird jetzt halt eingesperrt und geholfen wird dem aber nicht. Aber das ist eben da ein großer Unterschied. Also die kommen eben nicht in die Zelle, sondern die kommen in ein Krankenhaus. Ja, ihr seht die Leute eben in der Krise, wenn das Krisenbarometer auf 10 von 10 steht. Und das haben viele Patienten eben an 3 Tagen in 5 Jahren. Und dann seht ihr die. Und den Rest des Lebens leben die ein normales Leben. Also wenn man dann Patienten auch ambulant behandelt mit psychischen Erkrankungen, dann weiß man auch, die sind normalerweise ganz glückliche, friedliche Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen und ihr Familienleben leben. Und dann kommen die natürlich auch in Krisen manchmal. Und das können Krisen mit Fremdgefährdung sein, es können auch Krisen mit Suizidalität sein. Aber diese Krisen sind ein kurzer Ausschnitt normalerweise nur aus dem Leben. Und das Leben ist weitgehend anders. Und auch bei den suizidalen Krisen, wenn man nur die Krise sieht, dann denkt man sich, ja, was soll ich denn da jetzt machen? Aber die meisten Krisen, die sind 2, 3 Tage schlimm. Und danach sieht die Welt ja auch wieder ganz anders aus, ja. Und wenn man jemanden in diesen 2 Tagen zwingt, in eine Klinik zu gehen, dann hat man das Gefühl, man tut dem Leid an. Und was kann da jetzt die Klinik vielleicht ändern? Aber nach 2 Tagen sind ganz viele Krisen auch wieder verflogen. Ja, es gibt Leute, die sich, weil sie gekränkt worden sind, weil sie irgendwie Pech hatten, weil es irgendwie einen Geldverlust gab, ernsthaft umbringen wollen. Und nach 3 Tagen wissen die auch, okay, der Schaden war jetzt 7.300 Euro, aber ich werde da auch wieder rauskommen, ne? Das heißt, wenn das Krisenbarometer auf 10 steht, dann ist das für die Patienten auch eine Ausnahmesituation. Aber es ist eben auch eine Ausnahmesituation und die Aufnahme in die Klinik kann oft helfen, dass diese Krise überwunden wird, entweder durch Nichtstun oder durch Gespräche oder durch Medikation und Gespräche. Aber in 5 Tagen triffst du den beim Edeka und der kauft neben dir Äpfel und Birnen und du merkst nicht, dass der vor 5 Tagen eine Krise hatte, ne? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Dann würde ich das Ganze mal versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen. Also, was wir bei der Suizidalität gesagt haben, das gilt auch bei der Fremdgefährdung. Also, die Tat sticht meist das Wort. Wenn ganz konkreter Tatverdacht ist, so ein polizeiliches Wort, aber besteht, dann sollte man den Patienten immer besser in einer Klinik vorstellen. Auch eine ganz, ganz große Red Flag sind vorbestehende psychiatrische Erkrankungen, insbesondere dann, wenn neuroleptische Medikation da im Spiel ist. Auch dann immer eher Tendenz zur Vorstellung oder eher Vorstellung, Punkt. Und aber als letztes auch, die Patienten sind eben nicht verloren und so eine psychiatrische Erkrankung ist nicht
eine Einbahnstraße, sondern man kann den Patienten tatsächlich helfen, wenn man die eben einer adäquaten Therapie zuführt. Und da brauchen wir uns auch kein schlechtes Gewissen machen, sondern die psychiatrische Therapie ist dann tatsächlich auch das, was die brauchen, was denen aber auch hilft. Und dann kriegen wir das alles hin. Ja. Super. Vielen, vielen Dank, Jan. Mensch, ich freue mich total. Und ich bin mal gespannt auf das Feedback und auf die Fragen, auch von den Psychcast-Hörern. Mal gucken, was so kommt. Und Vielen Dank auch dir, Philipp. ansonsten. Ich freue mich immer, mich mit dir zu unterhalten. Irgendwann sehen wir uns auch mal wieder in richtigen Menschen, also so live. So irgendwann wird das mal wieder möglich sein. Das Ja. wäre mir eine große Freude.